Herzlich willkommen im Rohkost, einmal ihr Rohkostverrückten. Heute gibt es ein kleines, aber feines Rezept, das super, super vielseitig ist. Denn heute machen wir zusammen rohköstliche Tomatensauce. Die Tomatensauce ist meine absolute Lieblingssauce von allen, die ich bisher gemacht habe. Und da ich am vergangenen Wochenende dreimal diese Soße gegessen habe und sie immer noch nicht über habe, möchte ich heute ganz kurz sie mit ihr mal zeigen, denn ich finde sie einfach grandios. Sie ist total flexibel einsetzbar und geht super schnell, ist super leicht. Und ja, bevor ich weiter quatsche, schauen wir einfach mal, was wir dafür brauchen. Wir machen hier immer 3 plus 3 Rezepte, weißt du ja bestimmt. 3 plus 3 Rezepte bedeutet maximal 3 frische und maximal 3 vorrätige Zutaten. Dadurch geht einfach die Zubereitung viel schneller, muss nicht so viel einkaufen. Es ist am Ende günstiger, die Gerichte schmecken besser, weil man die einzelnen Zutaten rausschmeckt. Und ja, 3 plus 3 ist super gut. Wir brauchen 3 frische, die da wären Tomaten natürlich für eine Tomatensauce, ist ja klar. 2 an der Zahl. Frische Kräuter, wenn es geht. Zur Not kannst du auch getrocknete nehmen, aber frische machen natürlich die Soße noch feiner. Und zwar, da brauchen wir Basilikum. Frischen Basilikum aus unserem Töpfchen und frischen Thymian. Ich raste zurzeit so krass auf Thymian. Das liebe ich schon, wenn ich daran rieche. Thymian ist megamäßig geil und ist halt so ein typisches italienisches Gewürz zusammen mit dem Basilikum und gibt die geile Note. Dann brauchen wir noch 3 vorrätige Zutaten. Die da wären Datteln hier, 3 Stück. Datteln sind total toll in der Tomatensauce. Auf den ersten Blick denkt man so, was machen die denn da? Aber die machen so einen leichten süßlichen Touch. Und das kennt man ja von früher vom Tomatenketchup. Der ist auch, da ist relativ viel Zucker drin, deswegen schmeckt er so ein bisschen süßlich. Und das bauen wir hier nach, natürlich mit Datteln, ist ja logisch. Dann brauchen wir eigentlich die wichtigste Zutat für die Tomatensauce, sind getrocknete Tomaten. Getrocknete Tomaten geben nämlich so einen richtig schönen, vollmundigen Tomatengeschmack. Wir haben die jetzt hier in Wasser eingeweicht, ein Weilchen, damit die erstens ein bisschen weicher werden und meistens sind getrocknete Tomaten immer stark gesalzen und das wollen wir nicht so viel Salz dabei haben. Deswegen durch das Einweichen wird Salz ausgespült, die werden weicher, leichter zu mixen und sind auf jeden Fall eine super Sache. Wir haben jetzt hier richtig, richtig tolle getrocknete Tomaten in Rohkostqualität. Die sind ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Salz dran ist, wenn dann nur ganz wenig, aber einweichen schadet nie. Und dann brauchen wir noch eine leckere rote Zwiebel. Wenn du jetzt sagst, so Zwiebeln und Knoblauch, dann möchte ich gerne darauf verzichten, mag ich nicht so gerne, überhaupt kein Problem, kannst du auch weglassen. Und stattdessen zum Beispiel entweder ein bisschen Chilischote reinmachen oder Pfeffer oder irgendwas anderes, was würzt. Das ist eigentlich völlig Wurst, aber ich benutze ab und zu ganz gerne meine Zwiebel und die ist da toll. Und die rote ist natürlich gut, damit unsere Tomaten so schön rot wird. Kannst du uns auch eine weiße nehmen, aber ich bevorzuge da auf jeden Fall die roten. Und dann brauchen wir natürlich noch ganz wichtig unseren guten Vitamix, der uns eine kleine, aber feine Soße daraus zaubert. Wir werfen einfach alles rein und bekommen dann die Soße. Oberste Regel beim Soße machen ist natürlich richtig viele Kräuter verwenden. Kräuter geben dem Ganzen so einfach diesen herrlichen Geschmack. Deswegen nicht geizen hier, kann man auch noch mehr reinmachen, wenn du magst. Kannst auch noch Oregano, Majoran, ist auch super, super lecker in der Tomatensauce. Also ordentlich viel Kräuter, wenn möglich halt frische, ist ja klar. Als erstes fangen wir an mit der Zwiebel. Die wird natürlich einmal hier von den äußeren Blättern befreit. Ist ja logisch, die wollen wir natürlich nicht am Start haben. Kannst auch nur, wenn dir das zu zwiebelig ist, kannst du auch eine halbe nehmen. Passt auch. Also ich habe jetzt hier eine sehr kleine, da haue ich die ganze rein. Aber wenn deine Zwiebel größer ist, dann nimm auf jeden Fall nur eine halbe. Da kannst du einfach experimentieren, was dir da gut schmeckt. Und was du da magst. Knoblauch könnte man auch noch reinmachen in die Soße. Ist auch eine feine Sache, schmeckt auch sehr, sehr gut. Aber wir sind ja bei 3 plus 3 und hatten wir jetzt keinen Platz mehr. Deswegen beschränken wir uns auf die Zwiebel für die Würze. Das passt sehr, sehr gut. Und natürlich kannst du dann noch am Ende der Soße auch noch mit Pfeffersalz abschmecken, wenn du das gerne magst. Ich versuche in letzter Zeit möglichst wenig Salz zu verwenden. Wenn ich selber Essen mache, haue ich kein Salz rein, weil ich merke, dass ich ohne auf jeden Fall besser fahre. Deswegen verzichte ich hierauf. Aber wenn du magst, kannst du natürlich auch Salz reinmachen. Kein Problem. So, die hier, dann haben wir natürlich die Datteln rein, die getrockneten Tomaten, ohne das Wasser, ist ja klar, sonst wird die Soße zu dünn. Einfach nur sie so, wie sie sind. Wenn du jetzt sagst, die Tomatensauce möchte ich gerne nachmachen, unten in der Videobeschreibung stehen die genauen Mengenangaben von dem, was wir hier verwendet haben. Schau da einfach mal vorbei. So, dann machen wir die Kräuter rein und ganz wichtig, die frischen Tomaten als letztes, damit, wie du gleich sehen wirst, ich mag es nämlich sehr gerne, wenn die einzelnen Zutaten noch so ein bisschen leicht stückig sind. Also dass es nicht so ein ganz sämiger Brei ist, sondern so leicht stückig.
Und deswegen mache ich erst die festeren Zutaten, lasse die so ein bisschen vormixen und mache dann die sehr wasserreichen Tomaten ganz am Ende. Haben wir jetzt hier alles drin, jagen es einfach durch unseren Vitamix. Jetzt haben wir hier schon mal so einen schönen, klein, feinzer, kleinerten Mousse-Brei. Oh, das riecht schon. Das riecht schon nach Pizza. Guck mal, sieht schon richtig, richtig gut aus. Alles so ein bisschen klein gehäckselt. Kann der jetzt schon loslöffeln. Sau gut. Und dann kommen jetzt die beiden Tomaten dran. Und bei den Tomaten kann ich dir einen kleinen Trick zeigen. Und zwar, wir möchten ja, dass die Soße so schön soßig ist. Nicht zu dünn, nicht zu wässrig. Und wenn wir jetzt aber hier die beiden Tomaten reinmachen, dann wird die schon relativ wässrig. Deswegen gibt es einen kleinen Trick. Und zwar, wir verwenden das Innere von den Tomaten. Ich zeige es dir gleich mal. Was sehr wasserreich ist, verwenden wir einfach nicht, sondern quasi nur die Schale von den Tomaten. Dazu schneiden wir die Tomate einfach quasi an allen vier Seiten. Schneiden wir die Tomate ab. Zack. Und schneiden noch einmal unten ab. Und schneiden noch einmal oben ab. Und jetzt haben wir quasi diesen Würfel in der Mitte, der eigentlich so mit den ganzen Kernen und super wässrig ist. Und den lassen wir einfach weg. Können ihn pur essen. Ist super, super lecker. Mag. Geil. Sehr, sehr gerne. Und dadurch, dass wir jetzt nur die äußeren Teile der Tomate verwenden, wird die Soße am Ende nicht so wässrig. Und das mag ich sehr gerne. Hier machen wir die gleiche Geschichte. Auf allen vier Seiten einmal abschneiden. Zack, noch das untere und das obere. Rein damit in den guten Mixer. Und die beiden Teile, ja, die kann man jetzt so essen. Sehr schön schleimig. Lecker. Super gut. Und dann machen wir nochmal den Mixer an. Und mixen unsere Soße nochmal durch. So, ganz wichtig, nicht zu lange mixen, damit es noch so leicht stückelig bleibt. Und nicht so ein homogener Brei wird. Boah, es geht einfach nichts über den Geruch von frischer Tomatensauce. Schau dir das mal an. Die sieht super, super lecker aus. Nehmen wir uns jetzt hier unser Glas daher und schwuppen die da mal rein. Zack, zack, zack. Zack. Super, super gut. So, jetzt haben wir hier nämlich unsere super, super leckere Soße am Start und bevor das Video vorbei ist, möchte ich gerne noch zwei kleine Verwendungsmöglichkeiten dafür zeigen. Also sie ist sowas von oberflexibel, total lecker zum Beispiel auf Spaghetti, Karottenspaghetti, Zucchini-Spaghetti, Gurkenspaghetti, was auch immer du für Spaghetti machen magst, ist es eine total leckere Soße. Oh, da hauen wir uns jetzt hier mal ordentlich was rauf. Super gut. Super gut, also als Spaghetti-Soße ist die eine Wucht. Dann kann man die auch noch super als Salatdressing verwenden, weil viele Leute fragen mich immer so, oh, was ist denn ein leckeres Salatdressing? Sowas zum Beispiel, Tomatensoße, super geil. Und jetzt noch eine weitere Verwendungsmöglichkeit, die habe ich mich am Wochenende kennengelernt, das ist total geil. Man nimmt sich einfach Champignons daher oder irgendwelche anderen Pilze, die man gut füllen kann, macht den Stiel in der Mitte raus, muss man nicht wegwerfen, kann man verwenden, kann man essen. Und dann füllt man diesen Champignon mit der Soße. Erstens sieht es einfach mal übertriebenst schön aus. Und zweitens ist es ein cooler Snack so zwischendurch. Oder wenn man jetzt irgendwie Freunde einlädt, kleine Party veranstaltet, feiern oder sowas, ist es einfach mal eine super coole Nummer, so gefüllte Pilze mit Tomatensauce am Start zu haben. Sieht total lecker aus und schmeckt auch voll gut, wie ich mich gleich davon überzeugen lassen werde. Guck mal. Lecker. Sieht super, super schön aus. Voll gut. Pilze sind eh toll. Kann man mit vielen Sachen füllen. Kann man auch mit Guacamole füllen. Mit der Tomatensauce. Mit einer Cashewcreme. Was man mag. Total lecker. Und hier mit Karottenspaghetti ist die Tomatensauce natürlich auch eine Wucht. Das ist ja jetzt nicht so ein neues Rezept, aber immer wieder lecker. Sau gut. Also ich kann dir nur empfehlen, unsere leckere Tomatensauce noch auszuprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, falls du jetzt dann noch ein bisschen experimentieren willst. Noch ein paar kleine Vorschläge, was man noch so machen kann. Total lecker ist auch, wenn man noch ein bisschen Avocado mit reinmacht. Dann wird es noch cremiger. Ist dann halt nicht so ganz tomatig, nicht so richtig doll dunkelrot. Aber ist halt noch ein bisschen cremiger, ist auch sehr, sehr lecker. Oder was du auch machen kannst, ist, wie gesagt, die Zwiebel weglassen. Stattdessen einfach ein bisschen Pfeffer oder Chili nehmen. Oder kannst du noch Knoblauchzehe dazu nehmen. Oder
andere Kräuter noch mit rein. Also das ist echt flexibel. Das Wichtige ist, was du halt immer brauchst, ist frische Tomaten, getrocknete Tomaten, Datteln, Kräuter. Und dann kann da eigentlich nichts schief gehen. Tomatensauce gelingt immer, ist super, super gut. Und wenn du sagst, probiere ich aus, finde ich geil, gib diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Darüber würden wir, ich, Olli und die Tomatensauce uns megamäßig drüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, damit du es nicht verpasst. Abonnieren unten, ist ja logisch. Und dann viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit. Ciao.